Also Anfang der 90er Jahre bin ich zu einer Firma gewechselt, die sich mit Luftschiffen befasst hat. Wollte das mal so 2-3 Jahre machen. Naja, und bin hängen geblieben. Weil aus meiner Sicht ist das die tollste Fliegerei, die es gibt. Mein Name ist Fritz Günther und ich bin der Chefpilot der Firma Zeppelin, der deutschen Zeppelin-Reederei. Hier bei der Firma seit 1998, Luftschiffe allgemein seit 1990 und beruflich seit 1984. Wenn ich eine Liste hätte, Dinge, die man noch tun sollte bis zum Ableben, würde ich sagen, das gehört unbedingt dazu. Weil es ist wirklich was anderes. Es ist die Möglichkeit, die Welt zu sehen aus dieser Höhe. Wenn man sie dann auch noch kennt und da Bezug zu hat, ist wirklich was ganz Besonderes. Denn diese Fliegerei, die stellenweise mehr an ein Schweben, wie ein Schweben sich darstellt, das ist wirklich, das ist faszinierend. Die Fliegerei bei uns bedarf noch wirklich fliegerisches Gefühl. Wir verwalten nicht nur Systeme, sondern wir fliegen noch tatsächlich. Und die andere Sache ist, klar, wir haben jetzt hier das Produkt, was um den Bodensee herumfliegt, aber wir haben immer auch noch ein zweites Schiff. Und in diesem Beruf generell kommt man in Länder, egal ob das Amerika ist, Afrika, Asien oder so, und man fliegt dort eben über Regionen in 300 Meter über Grund, wo normalerweise oftmals nur die Such- und Rettung oder die Polizei hinkommt. Also derzeitig gibt es weltweit weniger qualifizierte Zeppelin-Piloten als Piloten von der Raumfähre, von der NASA. Und wir haben derzeitig aktiv weltweit fliegend sind es 9 zugelassene Piloten für Zeppelin NT und wir haben hier in der Firma 6. Was dieses Schiff generell erstmal auszeichnet, also gut, ist sowieso das größte der Welt. Es gibt derzeit kein größeres Luftschiff, was zugelassen unterwegs ist. Wir können bis knapp 3000 Meter hochfliegen. Die Geschwindigkeit von 0, also wir können auf der Stelle stehen, solange wir Sprit haben, bis hin zu 120 Stundenkilometer. Der längste Flug, den wir gemacht haben, war ohne nachzutanken 24 Stunden 40 und hatten dann immer noch Sprit übrig für 12 Stunden, aber das haben wir dann nicht mehr ausgereizt.